Bettina Schockemöhle, Organisationsleiterin beim Pferdefestival, hat die Sonnenbrille auf. Und das ist ein Hinweis, weil das Wetter soll Anfang Mai so sein, dass wir alle eine Sonnenbrille brauchen. Genauso wünsche ich mir das. Im letzten Jahr haben wir es geschafft und das wäre schön, wenn wir das auch in diesem Jahr schaffen. Denn das Gelände lädt geradezu dazu ein, dort zu bummeln. Und wir haben viel Programm dort. Wir haben schöne Stände zum Kaffee trinken. Wir haben Strandkörbe und dazu passt doch eine Sonne und eine Sonnenbrille gut. Redefin ist ein lohnenswertes Ausflugsziel vom 4. bis 6. Mai. Und zwar zum einen, weil gewiehert wird. Da sind Pferde von Reitern aus 13 Nationen, wahrscheinlich sogar mehr, rund 300. Aber es sind zum ersten Mal auch richtig viele Hunde mit dabei. Dog Agility, wer hatte die Idee? Ja, ich selber habe einen Hund und der spielt und macht auch gerne Kunststücke. Und Pferde und Hunde gehören irgendwie zusammen. Es gibt, glaube ich, keinen Pferdestall und wo keine Hunde sind. Das heißt, Pferde und Hunde kennen sich. Beides sind Lebewesen, die mit einem Menschen zusammenarbeiten. Und bei Hunden kann man auch ganz deutlich sehen, wie viel Freude denen das macht. Und da haben wir gedacht, wir haben noch Platz auf dem Gelände, neben der Ausstellung, vor dem Museum. Da wird ein richtiger Turnierplatz für die Dog Agility entstehen. Wir haben internationalen Springsport, wir haben eine Dog Agility Premiere und wir haben Dressur. Im vergangenen Jahr war die Turnierchefin auch Pferdebesitzerin und zwar von einem Siegerpferd. Wie gerne geht Bettina Schockemöhle zur Dressur? Naja, wenn man ein eigenes Pferd da hat, geht man noch lieber dahin, auch ein bisschen aufgeregter. Aber zur Dressur gehe ich schon sehr gerne, denn das ist tatsächlich ein Schaufenster. Das erste in der Outdoor-Saison, wo wir sehen können, was für neue Pferde kämpfen um einen Platz beim Bundeschampionat der 5- und 6-jährigen Pferde. Was für Pferde sind im Moment zur Disposition für den Nürnberger Burgpokal, für das Finale in Frankfurt. Das ist gerade zu Anfang der Saison extrem spannend, was es an neuem Potenzial dort zu sehen gibt. Also lauter gute Gründe fürs Pferdefestival. Vielen Dank, Bettina.